Jo Leute, was geht ab? Und zwar sind wir hier in der Küche und es gibt heute was richtig Geiles. Und zwar nennt sich das Eiweiß-Toast oder Atom-Toast. Ich war letztes Jahr im Bodrum und habe das sehr oft gegessen. Ich zeige euch mal, was da jetzt alles reinkommt. Dafür brauchen wir Brot, Kaschalkäse, Fleischwurst, Sujuk, Gewürzgurken, extra in so einem Sandwich-Look, etwas Mayonnaise und ein bisschen Ketchup. Hey Leute, zu dem Brot, ne? Wir waren jetzt bei 3 Supermärkten, die wirklich groß sind und keiner hatte das Brot, was wir eigentlich brauchen. Weil dieses Brot hier ist Notlösung. Eigentlich müsste das ein bisschen größer sein. Es müsste größer sein. Mehr nicht. Okay Leute, dieses Rezept oder dieses Toastmodell ist wirklich sehr lecker. Es ist wirklich günstig, es geht schnell und es ist einfach Hammer. Es ist Hammer. Es ist einfach der Hammer. Okay, ich schneide jetzt alles. Los geht's. Also ich würde es jetzt so machen bei dieser Fleischwurst klingt übrigens echt wirklich eklig. Bei dieser Wurst hier, die habe ich von Türken gekauft. Da könnt ihr aber auch wahrscheinlich woanders kaufen. Hauptsache Geflügel. Ich will auch Schwein reinpacken, wenn ihr sagt, nö, ich bin Sebastian, ich esse gern Schwein. Dann könnt ihr auch Schwein reinpacken. Die würde ich, da habe ich richtig einen Kampf mit der Wurst. Die will nicht gegessen werden, glaube ich. Und lieber, du bist schon tot. Du bist schon totes Fleisch. Nein, schick mal noch eine Arbeit. So, die würde ich auf jeden Fall erstmal in Dings in Streifen schneiden. So, komm, ich mache jetzt immer die Wurst ein bisschen auf. Da muss auch nicht so super viel rein. Ja, das ist halt das Wichtigste bei diesem Gericht ist, dass man von allem so ein bisschen hat und immer wenn du reinbeißt, auch wirklich alles schmeckst. Ich mache hier erstmal hier, das ist so ein Stück, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ein bisschen mehr Wurst kann da schon rein. Ne? Sie riecht aber gut, Digga. Ich würde es jetzt so machen. Leute, wisst ihr, was ich vergessen habe, euch zu sagen? Ihr braucht natürlich den Kanackentoaster. Ohne Kanackentoaster gibt es kein Eiweiß-Toast. Okay, jetzt natürlich mein Hauptnahrungsmittel, Sujuk. Ne? Also viele glauben wirklich, dass ich das jeden Tag esse. Ne? Das ist natürlich nicht so. Ich esse es jeden zweiten Tag. Nein, also ich esse es wirklich nicht so oft. Okay, wie viel Sujuk? Gar nicht so viel. Bei Sujuk werde ich das, glaube ich, so machen, dass ich das vorweg vielleicht anbrate. Aber ich weiß es nicht. Auch hier schön in Streifen schneiden, yeah. Ich habe das ja noch nie gemacht selber, ne? Das ist ja oft so bei den Koch-Tutorials. Die Sachen, die ich noch nie gemacht habe, zum Beispiel wie mit dem Sushi-Tutorial, ja mit Erhan, ne? Mhm. Leute, supportet mal Erhan auf Instagram. Der ist in der Beschreibung auch drin. Fennel Erhan, ne? Nein, er ist nicht Fennel, er ist ja richtig Fennel, ne? Erhan, nennen wir mal 4 Spieler von Fennel. Okay, jetzt kommt Käse. Leute, den Käse. Wir machen das jetzt so, dass wir hier einfach mit dem Messer arbeiten. Okay, Leute, jetzt machen wir das so. Das schneiden wir auch in. Das muss aber dünn sein. Guck mal, wisst ihr, was das Eklige ist an der türkischen Sprache? Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt zu Erhan sage, Asna Vidimme. Klingt das voll pervers. Aber das heißt eigentlich nur, soll ich dir das in den Mund geben. Stecken würde natürlich auch pervers klingen, wenn ich jetzt sage, ja, soll ich dir das in den Mund stecken. Aber die türkische Sprache ist wirklich mit Sorim, Rodim, ist echt schwer. Ich sage euch jetzt mal was mir auf der Arbeit passiert ist. Auf der Arbeit hatte ich eine Kundin, das war eine türkische Kundin und die hat nur türkisch gesprochen, die kam aus Istanbul. So, und ich wollte ihr eine Sohle in den Schuh reinlegen und auf türkisch ist das echt schwer zu sagen, ohne dass es pervers klingt. Da habe ich zu ihr gesagt, ja, wenn ich mir diesen Alkohol in diesen Ichne, Bishay Sohajam, kannst du nicht sagen. Bishay Boyajam, kannst du auch nicht sagen. Bishay Yeleshterejam, kannst du auch nicht sagen. Das klingt alles pervers. Und ich dachte, egal, zu wem soll ich gehen? Und ich habe so einen Türken auf der Arbeit, der halt sich extrem gut ausdrücken kann. Ich sag, Bruder, du hast eine Türkin. Wie kann ich jetzt die Sohle anbieten auf Türkisch? Sie sagt, Kardeşim, Ichne Burak. Sag einfach Ichne Burak. Das heißt, ich lege es einfach rein. Und die Frau hat dann einfach so mich komisch angeguckt und sie dachte sich, ey Digga, der kann kein Türkisch. Und die Leute aus Istanbul, ne, die gerade die Frauen, die so ein bisschen Kohle haben, die reden ja wirklich abartig Türkisch, ne? Da wärst du aggressiv. Ayomütisch kutskandem. Die reden manchmal aggressiv. Ja, das zu meiner Story. Krieg ich jetzt Käse? Asana Sokimme. Nein, Käse war nicht günstig. Ich kann jetzt nicht einfach so Käse geben. Alles Geld. Warum? Du kannst mir noch ein bisschen Käse geben.
Al-Bakalım. Das war doch so abgesprochen, oder? Al-Bakalım. Al-Bakalım. Das reicht eigentlich, ne? Ja, das reicht. Okay, das ist schon fast alles, Leute. Tja, dann müssen wir noch irgendwas zeigen. Sollen wir zeigen, was hier auf dem Boden liegt? Ey, ich muss Funfact bringen. Aber ist das schlimm, Digga? Das einzige Schlimme ist, ein Kollege von mir hat Cola getrunken. Und das sticht davon raus. Digga, da gibt es 100% Schlimmere. Du darfst halt nur nicht das zeigen, das zeigst du jetzt aber wirklich nicht. Weil das ist hier Katastrophe. Das nicht zeigen. Okay. Ja, Digga, bei jedem kann es aber unordentlich aussehen. Ne? Ich bin jetzt hier kein, sag mal schnell, dass ich hier 20 Putzfrauen habe, die hier bei mir sauber machen. Ich habe nur zwei. Nein. Ich musste doch ganz sauber machen, oder? Ja, stimmt. Ich musste, Digga, du hast selber gemacht. Okay, wir schmeißen jetzt hier den Kanakengrill an. Wir brauchen jetzt unser Brot. Ich werde das jetzt so machen. Ich bin ja nicht so ein riesen Soßenfan, ne? Aber wenn ich da reinbeiße, will ich es immer direkt immer schmecken. Darum mache ich das jetzt hauchdünn auf das Brot drauf. Hier, ich glaube, es gibt. Ja, hat man schön abgespritzt hier. Immer schütteln erstmal, Leute, vom Spritzen. Das klingt ein bisschen komisch, Digga. Ich sage erst schütteln vom Spritzen. So. Und jetzt, achso, jetzt brauchen wir Mayonnaise. Nein, nein. Ich schwöre dir, Digga. So, jetzt sind wir hier Mayo. Okay, das ist jetzt eigentlich nicht so wenig. Das streiche ich jetzt hier so ein bisschen. Digga, ich liebe Mayonnaise, ne? Ich liebe Mayonnaise. Seid ihr eher der Ketchup- oder der Mayo-Typ? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ich finde, das ist immer krass. Es gibt Leute, die sagen, ja, ey, meine Ketchup, meine Pommes esse ich immer mit Ketchup. Und einer sagt, nö, Digga, ich esse ja nicht mit Mayo. Und ich bin so ein Fettschwein, ich esse ja einfach mit beiden. Ich wollte gerade sagen, ne? Beides zusammen? Beides zusammen, what you mean? Und dann noch scharfe Soße. Passt so gut zusammen, dann du bist scharf. Aber Fennelle, Digga. Das macht einfach alles kaputt. Okay, jetzt machen wir eine kleine Mix. Jetzt mixen wir das hier so ein bisschen. Bisschen hier, bisschen da rein, bisschen dies rein. Das muss halt wirklich so aussehen, ne, Leute? Okay, jetzt machen wir hier das rein. Und jetzt würde ich das so machen, dass ich diese Gurken, ich glaube, aber die schneide ich, glaube ich, auch noch mal in der Mitte ein bisschen. Warte, komm, wir machen jetzt hier mal, improvisieren mal ein bisschen. Dann machen wir sie auch mal so ein bisschen hier, da, zack, zack. Noch eine, ne? Ja, eine geht noch. Eine geht noch rein. Das sieht krass aus, Leute. Ich glaube, das riecht auch so schön. Das riecht geil, ne? So, jetzt packen wir hier den Käse. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir packen ein bisschen Käse hier so rauf. Und den Käse könnt ihr natürlich auch hier so ein bisschen verteilen. Oh, eine Sache hätte ich noch ein bisschen geiler machen können. Ich hätte Käse auch unten nach der Soße rauflegen können. Das könnt ihr vielleicht machen, Leute. Ihr könnt vielleicht auch Käse nach dem Streichen schon draufpacken. So, aber wisst ihr, wie ich es mache? Ich mache jetzt einfach so. Jetzt mache ich noch eine Schicht drauf. Muss ja alles weg hier. Muss ja alles weg. Ist ja alles weg hier. Und Leute, wenn ich das gleich in den Toaster reinpacke, geht das eh alles ein. So, und noch ein bisschen Käse, was wir hier noch rumliegen haben, Leute. Das muss natürlich auch ein Apparat werden, ne? Das muss auch ein Apparat werden. So. Sieht schon geil aus. Und Leute, ich hab schon ein bisschen Saba im Mund. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ihr es zu Hause nachmacht, werdet ihr verstehen, warum. So, jetzt klappen wir das hier einfach mal rüber. So klappen wir das rüber. Und packen das jetzt in den Toast rein. Ja, da hat sich das Vorwärmen schon mal auf jeden Fall bemerkbar gemacht. So, und jetzt warten wir ein bisschen, kleine Ständchen. Es dauert jetzt ungefähr vielleicht so 2-3 Minuten, dann ist das fertig. Was man eigentlich wirklich machen kann, ist, aber dann geht das alles so in die Brüche. Man könnte eigentlich das Brot hier auch abnehmen und den Grill rauf machen, damit die Wurst und so erstmal so ein bisschen Farbe bekommt. Aber dann ist das mit dem Käse scheiße, weil dann bleibt der Käse am Grill hängen. Darum machen wir es einfach so und das wird schon sehr gut schmecken, bin ich mir sicher. So, nebenbei natürlich immer aufräumen, ne? Ist bei mir auch ganz wichtig, Leute. Mir ist wichtig, dass die Küche sauber ist. Hörst du? Ja, klar. Sollen wir nach rechts schwenken? Warum? Nein. Nee, ich sag ja, dass sie mir wichtig ist, sauber zu halten,
Ich sage aber nicht, dass ich es immer mache. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das Problem ist, ich wohne hier gerade woanders. Und ich habe keine Spülmaschine. Also ich habe eine Spülmaschine, aber die kann ich nicht hier anschließen. Das ist richtig behindert. So, offensichtlich. Aber scheiß drauf. Okay. Wir warten jetzt. Kannst einen Tab machen, Digga. Jo Leute, wir sind jetzt fertig. Wir holen jetzt mal das Ding raus. Guckt euch das doch mal an. Leute, guckt euch das doch mal an. Da kriegt man noch Hunger, ich weiß. Alle wollen es. So, boah, das riecht geil. Diese Dingswurst riecht gut. Und guck mal hier, was ich hier mache. Hat er den nicht getroffen? Mmh. Oh, die schmeckt echt gut, Digga, diese Wurst. Diese hellere Fleischwurst. Die Fleischwurst. Alter, das ist keine Produktplatzierung, ne? Die schmeckt einfach gut, weil ich sowas eigentlich nicht esse. Okay, wir schneiden es jetzt einmal durch. Das ist so ein bisschen verrutscht, ne, alles. Guck mal, seht ihr, wie klein das jetzt ist? Weil man muss immer bei diesem Türkentoast immer zwischendurch so ein bisschen reindrücken. Wir machen es mal anders. Wir machen jetzt mal hier einen Doppeldecker. Guckt euch das mal an. Ja, das sieht pervers aus. Das sieht gut aus, ne? Leute, Atomtoast bei Uemsen ist fertig. Wollt schon. Ich muss jetzt abbeißen. Guckt euch das mal an. Müssen nicht beide gleichzeitig reinbeißen? Ne, einfach noch nicht fett. Einer reicht. Oh, da ist es muss ich. Okay. Geil. Richtig gut. Ja? Mal drin. Ich habe richtig Türkei-Feeling. Das mit Chai. Boah. Mehr geht nicht. Oh, nochmal. Im Prozent, wie lecker ist das? Mit Chai gibt es gar nicht so lecker. Ist das. Sagst du? Ja. Ja, hab ich Hunger bekommen. Ist aber nur noch einer übrig und den würde ich essen gerne. Ja, würdest du mir nicht eingeben, Digga? Kannst du auch sehen? Einmal aus und zweitens. Kannst du Wurst? So, Digga, hier packst du eine Gewürzgurke drauf, packst ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo, Digga, reicht doch. Fertig. Das ist geil. Ja? Ja. Leute, für mehr Koch-Tutorials schreibt in die Kommentare Hashtag mehr und schreibt mal, was für ein Gericht ihr euch wünscht. Dann mache ich das. Auch was mit Sucuk. Kann auch ohne Sucuk sein. Ich esse das jetzt mal auf.